Hallo ihr Lieben, mein Name ist Paula und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Strickvlog. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich wirklich sehr. Heute wird es einen Vlog der etwas anderen Art geben, denn ihr wisst, normalerweise nehme ich euch von Anfang bis Ende durch meinen Tag, durch die Woche oder die Tage mit. Gestern habe ich ein bisschen gefailt, denn irgendwie war absolutes Chaos. Es war absolutes Chaos. Ich habe alles im Detail geplant, wollte früh aufstehen und irgendwie hat das alles nicht so ganz geklappt. Am Ende hatte ich Zeitdruck, bin ohne was zu essen losgefahren und ja, danach hat sich alles zum Positiven gewendet. Es war ein wunderschöner Tag, aber leider wird es deshalb kein klassischer Vlog. Das kriegen wir aber auch so hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn ich war gestern im Showroom von Woolhouse. Und ihr wisst, ich liebe Woolhouse abgöttisch. Ich finde die Garne super toll. Ich finde die Mädels dahinter super toll. Ich finde das Konzept dahinter super toll. Einfach klasse. Einfach klasse. Und ihr wisst, dass ich mir das schon lange vorgenommen hatte, dorthin zu fahren. Leider hat es zeitlich nicht immer geklappt, weil die nur am ersten Samstag im Monat aufhaben und dienstags und donnerstags. Und Dienstag und Donnerstag ist für mich leider immer unmöglich, aber so ein Samstag, der ließ sich dann doch schon irgendwie organisieren. Also, für alle, die Woolhouse nicht kennen, Woolhouse ist eigentlich initial ein Online-Shop, der aber auch ein Showroom in Flotho hat. Flotho ist in der Nähe von Bad Oeynhausen, also Nordrhein-Westfalen. Von daher, jeder, der hier in der Nähe wohnt, sollte da auf jeden Fall mal vorbeischnuppern. Absolute Herzensempfehlung. Der Online-Shop bietet vor allem britische Garne, aber auch finnische Garne. An britischen Garnen habt ihr viel von King Cole, aber auch von den West Yorkshire Spinners. Und bei den finnischen Garnen Novita. Ich persönlich bin ja ein riesen Novita-Fan. Ich liebe einfach alles, was irgendwie skandinavisch ist. Und deshalb habe ich die damals auch dadurch entdeckt. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass das die einzigen sind, die den deutschen Vertrieb für Novita machen. Sonst habe ich es noch nirgendwo anders gesehen und ihr könnt euch da wirklich tot kaufen. Tot kaufen. Also ihr findet dort wirklich alles, was das Herz begehrt. Ich hatte bis jetzt noch keine Berührungspunkte mit britischen Garn, aber ihr wisst, ich probiere gerne Neues aus. Deshalb ist es auf jeden Fall von mir ein Anliegen, auch mal was aus dieser Ecke auszuprobieren, weil ich davon schon super viel gehört habe. Ansonsten ist es so, dass die YouTube-Videos machen, wirklich tolle YouTube-Videos. Also die Nicola macht das wirklich super. Sie nimmt sich meistens die Bianca mit dazu und die sind einfach witzig. Die sind so, so witzig. Ich gucke es mir einfach super gerne an. Die machen meistens Live-Aufnahmen. Ich persönlich schaffe es dann nicht immer, aber das Coole ist, man kann die sich auch im Nachhinein angucken. Deshalb schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und abgesehen davon stellen die auch gerne Strickpakete zusammen aus Anleitungen, die die auch selber designen, machen total viele Tutorials. Also ihr findet dort einfach alles, was das Strickherz begehrt. Genau. Es war dann am Ende so, dass wir gestern relativ spät losgefahren sind. Von Unna aus waren das 1,5 Stunden Fahrt, weil neuerdings am Kamener Kreuz sind 2 Baustellen direkt hintereinander, wer auch immer sich das ausgedacht hat. Und eigentlich muss man ja nur auf die A2 runter, aber schon allein der Weg zur A2 hat uns eine halbe Stunde gekostet. Sonst hätten wir, glaube ich, nur eine Stunde oder so gebraucht. Aber vom Weg her völlig human. Man fährt von der Autobahn runter und ist praktisch schon da. Man sieht erstmal so ein riesen Industriegebäude und denkt sich, dass man völlig falsch ist. Ich persönlich dachte, hier kann das nicht sein. Habe auch erstmal an der falschen Stelle gehalten. Und ich dachte mir, das ist die Nummer 7. Das sollte eigentlich richtig sein. Und dann habe ich nochmal auf Google Maps geguckt. Es war ein Ticken weiter. Dann kommt ihr dorthin und wisst direkt, dass ihr richtig seid. Denn an den Wänden sind direkt so richtig schöne Schilder mit deren Mäusen und sowas drauf, mit Sprüchen. Und es ist so süß gewesen. Dann haben wir um die Ecke geparkt und da war es auch so, dass an den Fenstern schon kleine Blümchen und so waren. Also wirklich so, so niedlich. Es war einfach süß. Und genau, dann kam ich in den Laden rein und der ganze Laden, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig in einem Wort beschreiben soll, ist einfach schnuckelig, muckelig. Also wer von euch diesen Chevy-Chic-Stil kennt, so eine Art müsst ihr euch das vorstellen. In der Kombination mit so einem süßen Teehaus oder so. Also wirklich, man setzt sich dorthin und denkt sich einfach so,
Ist das schön? Ist das einfach schön? Also weiße Sachen, weiße Möbel, viel Rosa, viele Garne, viele Oldschool-Möbel. Also von allem etwas. Also absolut ein Stil, den ich toll finde. Den ich absolut toll finde. Der Showroom ist viel größer, als ich es mir vorgestellt habe. Also ihr geht durch, lass mich nicht lügen, so diesen Vorraum. Dann ist da ein Zimmer, zwei Zimmer, drei Zimmer, vier Zimmer. Also man kann so einen Bogen gehen, man kann aber auch in die andere Richtung gehen. Also mega süß. Zwischendurch habt ihr Sitzmöglichkeiten. Es wurden Tee und Kaffee angeboten. Es war echt viel los. Also musste man sich erstmal so ein bisschen durchwuseln und schauen, was es überhaupt gibt. Ich konnte gar nicht alles im Detail nachgucken, anschauen, weil es einfach so viel war. Wie gesagt, ich habe absolut nicht damit gerechnet. Ich habe Ausschau gehalten, natürlich nach Novita-Garnen, weil ich für ein Projekt geplant habe. Und zwar ist das dieser finnische Rundpassen-Pullover, den ich euch nachher nochmal zeigen werde. Dafür brauchte ich Garn. Und dann dachte ich mir, irgendwas Neues möchte ich ja auch ausprobieren und bin da auch fündig geworden. Aber man hätte dort so viel ausprobieren können. Ich wollte halt nur nicht ohne Projektidee da irgendwas mitnehmen, aber die setzen sich da auch keine Grenzen. Also es sind nicht nur Naturgarne, es sind auch Acrylgarne teilweise dabei. Also ich finde das halt überhaupt nicht verwerflich, weil jeder ist anders. Also es war dementsprechend wirklich für jeden was dabei. Von kunterbunt bis ein bisschen gesettelter. Also alles. Wirklich super, super süß. Also es hat mir so gut gefallen. Und wie gesagt, King Cole war super viel vertreten. West Yorkshire Spinners war riesig vertreten. Es waren viele andere Sachen, die ich gar nicht kannte. Also ich musste auf jeden Fall nochmal vorbei oder vielleicht nochmal die Seite ein bisschen intensiver scannen. Nur ich finde halt, wenn man Garne nicht kennt und die online kaufen will, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen mag ich es halt lieber, einmal vorbeizufahren, mir das anzuschauen. Und wenn ich schon so groben Überblick habe, dann ist es für mich viel einfacher, auch online was zu kaufen. Und deshalb, ich war maximal überfordert mit der Auswahl. Genau, so viel dazu. Und ich glaube, bevor ich jetzt weiter erzähle, was ich mitgenommen habe, wie es so mit Nicola und Bianca war, zeige ich euch erstmal, wie der Laden ausgesehen hat. Of the sky.
habe euch nicht zu viel versprochen. Auf der Kamera sieht natürlich alles immer ein Ticken anders aus als in Real Life. Von daher empfehle ich euch, da trotzdem vorbeizufahren. Ich persönlich finde es richtig toll, wenn solche Läden oder Showrooms anders sind. Anders, anders, anders. Ich finde viele Strickläden, vor allem hier in NRW, ist überall das Gleiche. Ne? Wie, als würdet ihr zu Kaufland oder so gehen, es sieht überall gleich aus. Aber manche haben so diesen ganz speziellen Charme und das mag ich ja so, so gerne. Wie zum Beispiel, als ich das Flicker Art Café in Rosenheim entdeckt habe. Also dieser Laden war ja auch zuckersüß und es gibt immer wieder solche süßen Läden und ja, der gehört jetzt auf jeden Fall zu meiner Top 5. So ist es. Wunderschön, ich habe mich mega wohl gefühlt. Ich habe endlich mal in Real Life die Nicola und auch die Bianca kennengelernt. Und beide waren so herzlich und haben mich so lieb aufgenommen. Und da kommen wir zu der ersten Überraschung, denn Nicola hat was für mich besorgt gehabt und ich hätte fast heulen können, weil das so süß war. Und das ist eine Christbaumkugel, und zwar ein Weihnachtsmann, der Yoga macht. Das war so unfassbar lieb. Sie hat gesagt, als sie den gesehen hat, musste sie an mich denken. Deswegen hat sie den mitgenommen. Und ich bin bis jetzt noch wirklich gerührt. Ich habe mich so darüber gefreut. Und der findet auf jeden Fall einen Ehrenplatz an meinem Tannenbaum dieses Jahr. Ich freue mich so sehr. Richtig, richtig süß. Dann habe ich mich für Garne entschieden. Für den finnischen Rundpassenpullover von Novita. Und da bin ich mit Bianca noch ins Lager gegangen. Habe mir das Lager angeguckt. Überwältigend. So viel Wolle habe ich noch nie gesehen. Es war richtig, richtig cool. Alles super organisiert. Also wirklich klasse. Und ich zeige euch mal die Garne, die ich dafür gesucht habe. Also, die Basis wird in diesem wunderschönen Ockergelb sein. Ich habe lange überlegt, denn der hat ja als Basis... Ich zeige euch das einmal. Die Basis von dem Pullover ist weiß und die Kontrastfarben sind nur so ein dunkles Braun und ein helleres Braun. Und ich dachte mir, ja, da bin ich nicht so der Typus für. Ich trage eh ungern Braun und deshalb dachte ich mir, mache ich doch mal was anderes daraus. Und deshalb, das wird meine Basis. Und als Kontrastfarben habe ich die beiden genommen. Da habe ich wirklich drüber nachgedacht, ob ich so ein helles oder dunkleres Braun nehmen soll, anstelle dem dunkelgrün. Aber ich dachte mir, ich riskiere es einfach und ich glaube, die Kombi wird ganz cool aussehen. Doch, das wird cool aussehen. Ich vertraue da drauf. Wenn nicht, das wird ja auch nicht der letzte rundpassende Pullover sein. Da gucke ich vielleicht, dass ich vielleicht die Farbe umtausche, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist genau die richtige Wahl und ich bin wirklich begeistert. Genau, das war das eine. Und dann gab es da einen Sockengarn, an dem ich nicht vorbeilaufen konnte. Und davon habe ich direkt zwei verschiedene Farben mitgenommen. Das ist von King Cole, Summer Foreplay. Und die sehen so aus. Sind die Farben nicht himmlisch? Und wisst ihr, was noch himmlischer ist? Wenn man das anfasst. Denn die Zusammensetzung hat mich umgeworfen. Das sind 55% Bambus, 37% Wolle und 8% PBT. Das wird wahrscheinlich irgendwas Polyamid-mäßiges sein. Und es ist so kuschelweich. Also es kommt an die Cotone Vegano von Nana Grossa dran. Aber die gefällt mir sogar noch mehr. Da hat Bianca mir schon gesagt, die am besten mit dünneren Nadeln stricken. Also 2,25 oder 2,0. Aber... Oh. Wahnsinnig toll. Ich habe die verstrickt gesehen. Die sehen so klasse aus. Ich kann es kaum erwarten, die zu verstricken. Aber ich glaube, das wird eher so ein Frühlingsprojekt. Freue ich mich aber sehr drauf. Genau. Das waren die Garne, die ich mitgenommen habe. Und dann haben wir noch wirklich super nett gequatscht und hatten wirklich eine schöne Zeit. Und haben ganz spontan auch noch ein Live-Video auf deren Kanal aufgenommen. Das werde ich euch selbstverständlich verlinken, dass ihr da mal reinschaut. Ich war maximal aufgeregt. Ich bin gar nicht gewöhnt an solche Live-Videos. Aber es hat mir sehr viel Freude gemacht. Es war eine super schöne Zeit. Ich sehe auch gerade, die haben mir noch ein Heftchen, ein neues von Novita eingepackt, das ich noch nicht hatte. Da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Das sieht so ein bisschen nach mehr Zopfmusterprojekten aus. Mag ich auch sehr gerne. Oh, boah, und diese Stiefelchen. Schaut euch die Stiefelchen an. Die sind mega cool. Also, der Winter wird ziemlich cool mit sehr vielen wunderschönen Strickprojekten. Naja,
Und deshalb, es war eine super tolle Zeit. Es hat mir super viel Freude bei denen gemacht. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich wurde so nett aufgenommen. Und deshalb danke ich Nicola, aber selbstverständlich auch Bianca nochmal für diesen wunderschönen Tag. Und euch empfehle ich dort einmal vorbeizugehen, vorbeizuschauen. Vor allem, wenn ihr noch keine Berührungspunkte mit solchen Garnen habt. Ihr könnt alles anfassen, euch alles anschauen. Ihr könnt euch da auch einfach hinsetzen und einfach bei einem Teechen so diese ganze Wolle bestaunen. Auch das ist eine Option, weil es wirklich super gemütlich, nett ist und wunderschön. Ich schwärme aber viel zu viel. Ich glaube, das kann man sich langsam auch nicht mehr anhören. Deshalb beende ich hiermit dieses Video. Ich werde euch alle Infos unten in der Infobox verlinken und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut!